Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Part Let's Play The Saboteur mit Java-Heizung von den Battle Brothers. Es ist mal wieder etwas her. Der letzte Part kam vor einigen, Wochen, Monaten raus. Das Dawn of War-Turnier ist lange pausiert gewesen. Dazu aber mehr im nächsten Dawn of War-Turnier-Match, was hoffentlich demnächst kommt. Es gab ein paar Tage gar keine Videos, das lag an Uni-Stress vom Unabahn und mir. Jetzt geht's wieder voll los, ich werde jetzt wieder einiges aufnehmen und wir fangen direkt damit an, dass wir mit Skylar reden, mit der alten Labertasche. Spritztour gefällig? Die Gegend soll zu dieser Jahreszeit traumhaft sein. In der Tat. Meine Freunde brennen darauf, ihren Preis zu sehen. Dann sollten wir sie nicht enttäuschen. Definitiv nicht. Wir verlassen das Bell und wie gesagt, es kann gut sein. Anscheinend haben wir jetzt eine Fahrt vor uns, eine Autofahrt mit Skylar, dass ich jetzt gar nicht viel zum Reden komme erstmal, weil die ganze Zeit am Quatschen ist. Aber dann ist das so, ja, steig in das Auto, ich hab's ja gesagt. Rennsammelvergünstigung freischalten zum Sammeln. Rennsammelvergünstigung freischalten. Wir müssen uns von deutschen Kontrollpunkten und Patrouillen fernhalten. Das wird nicht einfach. Keine Sorge, ich kenne eine Nebenstraße aus der Stadt raus. Die Route ist auf deiner Karte markiert. Also, Skylar Sinclair, Geheimagentin. Wie bist du da reingeraten? Jede Frau hat ihr Geheimnis. Vermutlich war ich schon in unserer ersten Nacht nur im Job. Ein Aufriss vielleicht, aber noch nicht im Dienst. Wie ist es, mit Lügen sein Geld zu verdienen? Ein bisschen wie in der Highschool. Was wirst du nach dem Krieg machen? Willst du das den Rest deines Lebens machen? Kommt drauf an, wer gewinnt und ob ich überlebe. Ich möchte nicht darüber reden. Gut, dann lass mich reden. Da habe ich gar nichts gegen. Ich fahre hier schon wieder wie der absolute Depp, aber das kennt ihr ja von mir. An sich können sie auch fahren, dann wird das alles kühler. Yo! Da sitzen wir nun. Ein Pärchen, das zu einem Picknick aufs Land gefahren ist. Klingt romantisch, aber ob die Crowds uns das abnehmen? Oh, die nehmen alles, was ich ihnen verkaufe, Schätzchen. Überlass das Reden einfach mir. Ja, mache ich. Kannst auch gerne fahren, dann mache ich nicht so einen Quatsch. Ja, das mit dem Kühe töten, das hat so, das ist etwas Tradition, sag ich mal, bei mir. Nein, also nicht generell, sondern halt bei Saboteur. Ich finde die Animation, wenn die sterben, einfach unheimlich witzig. Ja, wie gesagt, es gab ein paar Tage gar keine Videos und das lag an Klausurenzeit und ähnlichem und einigen Unternehmungen. Aber wir haben ein bisschen was anstehen und geplant. Ach, ich muss hier gar nicht abbiegen. Auch gut. Es steht ein bisschen was an und es kommen jetzt auf jeden Fall auch wieder Saboteur-Parts und es kommen auch wieder Isaac-Runs und ja, seid gespannt. Und es wird auch mit dem Dawn of War-Turnier natürlich weitergehen. Da gab es nur so ein paar Probleme. Der Unnahbare wird jetzt auch demnächst ein gut isoliertes Mikro haben, das heißt, die problematischen Verhältnisse bei ihm zu Hause beim Aufnehmen sind bald Geschichte. Und es ist schon Wahnsinn, dass jetzt Skylar so lange die Klappe gehalten hat. Wir sind gerade auf dem Weg nach Le Havre. Ja, jetzt sind wir auch in Le Havre. Das heißt, die Fahrt ist auch gleich zu Ende. Und da müsst ihr euch dieses Trauerspiel hier nicht mehr länger ansehen, sondern wir kriegen dann hoffentlich eine Missionseinweisung, wo ich eine etwas bessere Figur sozusagen abgeben kann. Such nach der Kirche. Ja. Park außer Sichtweite. Mache ich. Schaffe ich. Zack, Parkplatz gefunden. Zufälligerweise. Es geht doch nichts über eine Landpartie, um alle Sorgen zu vergessen. Ich wüsste da noch was Besseres und ich würde sagen, diesmal hast du es mehr als verdient. Klingt verlockend. Jetzt nicht. Erst kümmern wir uns um Bishop. Ich will aber. Gut, dann kümmern wir uns halt erst um Bishop. Wenn du unbedingt mal eins. Hä? Wo ist sie hin? Sie war doch gerade noch da. Erfolg. Tja, das war eine echt schwierige Mission. Und Bishop ist, ja, natürlich in der Kneipe. Kirche. ich hab gerade wirklich Kneipe gesagt. Ich meinte wirklich Kirche. Irgendwie heute Wortdreher drin. Egal. Quatschen wir mal mit unserem Lieblingsengländer. Es ist echt. Daran besteht kein Zweifel. Diese Irren haben es tatsächlich gefunden. Unglaublich. Sie sind wirklich ein außergewöhnlicher Mann, Mr. Devlin. Ich könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Wir hatten einen Deal. Ich habe Ihre Kiste durch halb Frankreich geschleift und dabei eine Menge Leute umgelegt. Jetzt will ich dir, Kerl. Keine Sorge, Sie kriegen ihn. Ich habe verlässliche Informationen, dass Ihr Freund keine Meile von hier entfernt ist. Dirk ist hier? In Le Havre? In der Zitadelle. Er will mit einem Zeppelin nach Berlin fliegen.
Wenn Sie gleich aufbrechen, erwischen Sie ihn noch am Boden. Na, dann los. Da wäre noch eine letzte Sache, Mr. Devlin. Sie hatten nicht zufällig einen Blick in die Kiste geworfen, oder? Tja, wie Sie schon sagten, das geht mich nichts an. Freut mich, das zu hören. Wiedersehen, Mr. Devlin. Weidmanns Heil. Boah, das ist schön asynchron mit der Lippenbewegung. Egal, vielen Dank dafür, mein Lieber. Und wir verlassen das Haku, steht übrigens für Hauptquartier. Und begeben uns zu Dirka. Hoffentlich kriegen wir jetzt unsere Rache. Schon, warte. Pino, okay. Ein Agent, hat unten an den Docks einen deutschen Versorgungslaster sichergestellt. Ohne ihn dürfte es schwierig werden, durch das Vordertor zu kommen. Seit wann bist du auf meiner Seite, wenn es um Dirka geht? Bin ich nicht. Dein Rachefeldzug ist verrückt. Aber ich habe dich eben erst eingeschleust und keine Lust, dich schon wieder zu verlieren. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Sei kein Arschloch. Ich habe dir ein Geschenk in den Laster gelegt. Es wird dir gefallen. Geschenke? Geschenke, Geschenke, Geschenke? Hole den gestohlenen Laster zurück. Ja, das machen wir auch sofort. Aber vorher will ich gerade nochmal eben gucken. Ja, gut, da können wir auch hinlaufen. Bin ich mir... Die mir gerade gewunken, du blöde Fotze. Komm her. Entschuldigung. mein Gott. So ein Gefluch ist eigentlich nicht... Es kam gerade über mich. Verzeiht mir das. Yo, das geht weit runter da. Yo, hier auch. Egal. Wir schaffen. Ach so, okay, gut. Hier können wir jetzt aber... Aua. Sean weiß noch nicht wirklich, ob er fallen, laufen oder rollen will, aber er wird irgendwas in der Mitte machen und er wird es schaffen. Hi. Devlin, Sie erwarten den Laster an der Zitadelle. Wenn Sie keinen Fehler machen, lassen die Sie rein. Schatten kämpfen. Ja, gut, dann machen wir mal keinen Fehler. Ich doch nicht. Ich dachte mir, du willst dich vielleicht umziehen. Das Zeug ist zwar nicht gerade schick, aber Mode war ja noch nie deine Stärke. Ciao. Skylar. Ich will jetzt. Will ich jetzt wissen, was da für Klamotten drin sind? Bestimmt so ein Latex-Body-Suit. So ein Cat-Suit. Ah! Nein! Geh aus meinem Bild. Kopf. Geh aus meinem Kopfbild. ja. Wir begeben uns zur Zitadelle, wie man da oben gerade auf dem Berg schon erahnen konnte. Und da oben ist wohl Dirka und ein Luftschiff und da vorne sind Laster. Und wir sind jetzt verkleidet, steht zumindest da. Das heißt, ja, da ist eine Zitadelle, da ist ein Luftschiff, da sind Truppentransporter. Die sollen schneller fahren, ich will doch nur da oben rein. Jo, und dann kümmern wir uns um Dirka. Ja, ich weiß, dass ich verkleidet bin. Kannst du bitte schneller mein Passport-Ticket-Dingsbums kontrollieren? Danke. Ich darf doch hier rein, ich bin doch verkleidet. Und habe einen wichtigen Laster dabei. Angeblich. Ein platzierter Sprengsatz macht Kleinholz aus dem Tor. Ja, vor allem wenn ich das Auto direkt davor parke. Dann erst recht. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns hier mal schnell. Reicht das? Ich hoffe, das reicht. Offenbar reicht das. Das ist doch meine schallgedämpfte Pistole. Was? Gut. Scheiß drauf. Scheiß auf das. Ich will hier irgendwo hin, wo ich etwas verdeckter bin und etwas Deckung habe. Hier ist gut. Ja, hier ist gut. Hier bin ich glücklich. Gut. Das ist... Ach du Scheiße. Da vorne feuert auch noch einer auf mich. Das finde ich nicht nett, deswegen habe ich mich da gerade nochmal umgedreht. Okay, wir rücken vor. Pirschen uns sozusagen nach vorne vor. Das war da vorne einer mit Scharfschützengewehr. Okay.
Hier sind recht viele Scharfschützengewehre. Erwischen wir den von hier? Ja, tun wir. Gut. Schon mal einer weniger, der auf uns feuert. Schön. Müssen wir hier überhaupt hoch? Oh, hier ist ein Zielfernrohr. Karabiner. Dann nehmen wir das mit. Eins. Wo bist du? Komm her, zeig dich. Was geht bei dir? Oh nein, der steht uns. Der steht zu nah an uns dran. Okay. Okay, 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 okay. Hier bitte einmal dahinter ducken. Holy fuckeroni. Tschüss. Da hinten sind noch welche, die schieße ich am besten mit dem Ziel. Fernrohr. Ab. Und ja, ich habe gerade im Takt geredet, sozusagen, zu meinen Schüssen. Wie geil der noch mit den... Da war ein Flammenwerfer, Heini. Wie geil der gerade noch mit den Armen gewackelt hat, den ich davor erschossen habe. Sehr gut. Hi. Ich bin gar nicht da. Du hast mich nicht gesehen. Okay. Okay, wie komme ich da hoch? Hallo? Hallo, hallo? Muss ich... Dass die hier mal irgendwie alle rumstehen, das ist... Hier oben lag noch einer mit Scharfschützengewehr, von dem kann ich mir nochmal Muni holen, ne? Ja, schön. Munition. Und jetzt gehen wir hier runter und gucken, ob wir hier unten vielleicht rein müssen. Ja, egal, wir schaffen das. YOLO. Dann müssen wir hier wahrscheinlich nochmal Dynamit legen. Machen wir das doch mal eben. Wir haben nur noch 5 Granaten. Warum haben wir nur noch 5 Granaten? Sind hier oben noch irgendwo Granaten? Also stand hier zumindest gerade. Ja, da steht, wir haben nur noch 5 Granaten. Ich habe hier doch gerade noch Granaten gesehen, oder habe ich mir das... Ha, 6. Na gut, ob die eine Granate uns jetzt... Aha, die meinte ich. 10. Die eine Granate, also die 5 Granaten könnten halt doch recht hilfreich sein. Hier scheinen einige Deutsche zu sein. Und mit Granaten kann man die so ein bisschen, ja. Müssen wir hier hoch? Nein, ich glaube nicht. Oh, die halten so viel aus, ey. Die Terrortruppsoldaten. Einmal dahinter? Okay, gut. Gut. Ah, fuck it. Ah, run. Run. Geh mir aus dem Weg. Er hat hier gerade auf mich gefeuert. Da oben steht einer. Warum ich den bei den ersten beiden Schüssen nicht getroffen habe, ist mir schleierhaft. Aber es wird bestimmt seinen Grund haben. Steht auch nicht direkt neben mir. Hier ist ein Benzinfass. Hier will ich mich möglichst nicht hinstellen. Ein Karabiner und lustige Leute. Hi, was geht? Oh, da hinten sind welche. Ja. Dann schießen wir den da hinten schon mal eben ab, würde ich sagen. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier so viel los? Da habe ich daneben geschossen. Das ist genehmigt, dass ich... Erwische ich den von hier? Ja, tue ich. Adlauge-Vergünstigung freigeschaltet. 15 Kopfschüsse. Geringerer Rückschuss aller Gewehre mit Zielfernrohr. Ja gut, ob sich... Wie bemerkbar sich das machen wird, das weiß ich nicht. Aber Schaden tut es nicht. Da vorne ist noch einer mit einem MG. Okay, doch nicht. Dachte ich jetzt. Okay, gut. Gut, weiter geht's. Hier ist Dynamit, Granate, hast du nicht gesehen, alles klar. Wer schießt hier auf mich? Ihr Schweinehunde. Einmal dich. Einmal, komm her. Da oben, der kriegt auch noch sein Fett weg. Sehr schön. So, ich weiß nicht, warum ich heute so einen komischen Akzent irgendwie die ganze Zeit... Ja, brauchst du gar nicht so laufen. Dann kriegst du direkt Kugel ins Gesicht, du kleine...
Oh, der hat ein schweres MG. Ein Stellungs-MG, das ist nicht so cool. Deswegen machen wir den lieber so. Sonst treffen wir eh nur das Schild. Ich kenne mich doch. Jo, Treppe hoch und das Luftschild. What the fuck ist denn hier los? Okay, erstmal den da oben. Dann erstmal den. Und jetzt den da oben. Und dann, Gott, ein MG-Kugel. Ein Shotgun. Nein, ein. Wir stehen da schon wieder extrem ungünstig. Dreh dich nochmal zur anderen Seite. Danke sehr. Eins. Zwei. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es aber. Nee. Schön. Gut. Weitergehen. Weitermachen. Gut gemacht. Hier war eine doppelläufige Schrotflinte, Goldbarren, Champagner. Hast du nicht gesehen? Ganz viel wichtiger Stuff. Dann wollen wir gerade unsere. Na komm. Was? Du lebst noch? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bitte stirb. Danke sehr. Boah, die halten so viel aus, die Typen mit den Flammenwerfern. Das ist so schlimm. Du kannst mir nochmal Muni geben für das. Ja. 51. Klingt gut. Und dann begeben wir uns mal nach oben. Und. Hier ist kein. Okay, wir müssen da reingehen. Gut, alles klar, machen wir. Und wir durchsuchen das Cockpit und wir kriegen eine Cutscene. Nice. Dramatische Musik. Und hier explodiert alles. Dringe in den Zeppelin ein. Ja. Sind wir jetzt schon eingedrungen? Wo sind wir? Dies? Achso, hier geht es wieder nach. Können wir hier sterben? Nein, ich will es nicht ausprobieren. Können wir bestimmt. Aber wir haben keinen Counter oder so. Also ich glaube, das ist hier gerade alles etwas. Sieht zwar actionreich. Ach du Scheiße, sieht das actionreich aus. Oh, das sieht ordentlich aus, ja. Hol dir Dirka, ja, machen wir doch glatt, aber ich glaube, wir haben eigentlich keine Zeitbeschränkung ablaufen. What the fuck? Da komme ich schon. Aha! Da wollte ich gerade sagen, da werde ich doch nie im Leben rübergekommen. Okay, das sieht ziemlich. Nein, du gehst da weiter lang. Das sieht ziemlich episch aus, muss man schon sagen. Alles um uns herum brennt. And it burns, burns, burns like a burning ring of. Und wir verfolgen Dirka. Den alten Halunken. Ja, wunderbar. Schön, okay, gut. Haben wir geschafft. Hier kommen wir nicht so ein. Achso, hier ist eine Leiter. Ich stehe direkt vor der Leiter und denke mir so, wie komme ich jetzt da rüber? Ich verstehe das nicht. Yo, das sieht episch aus. Ab geht die Post. Ab geht die Luzi. Jawohl. Holy fuck. Ich bin es, der betrogen wurde, Devlin. Sie hätten durch mein Messer sterben sollen. Nicht so. Sie können nirgends hin. Ich finde sie überall. Mhm. Ja, scheiße, ne? Finde sie überall, wenn ich denn noch lebe. Hust, hust. Hauptsache erstmal große Töne spülen, ne? Wir haben das überlebt. Nice. Also, haben wir offenbar. Ja, haben wir. War das jetzt eine Falle? Adlerauge-Vergünstigung freigeschaltet. Schön.
Auch voll die schöne Aussicht hier unten am Hafen. Erstmal die Waffe wegstecken, sonst gibt's gleich Anschiss. Gut, wie kommen wir hier weg? Kommen wir hier hoch vielleicht eventuell? Sieht so aus, ne? Ja. Nö. Gut, wir kommen hier nicht hoch. Arsch. Wie kommen wir hier weg? Hallo? Achso, wir können da hinten rüber schwimmen. Ja gut, dann machen wir das. Flupp. Flupp. Die idyllische Hafenkulisse hier. Ach du Scheiße. Was? Idyllisch? Habe ich was von idyllisch gesagt? Jo, ich habe nichts gesagt. Von wegen idyllisch. Machen wir das noch? Ich meine, wir haben ja schon relativ viel heute geschafft, ne? Das ist so. Ist gerade so. Mein Dilemma. Schwimm bitte. Bitte schwimm. Beeil dich. Oh mein Gott, das ist überall Stützpunkt hier. Oh, ich habe gar keinen Plan, wo wir hin müssen oder hin sollen oder hin können. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier ein Steg. Da gehen wir jetzt rauf. Hoffen, dass wir nicht wieder runterfallen. Ich habe nichts gesagt. Unbefugt zu betreten. Achso, wir sind jetzt entkommen, oder was? Schön, okay. Dann geh mal hier wieder rauf, mein lieber Sean, und kletter mal die Leiter. Oh mein Gott, du bist so ein unfähiges Vieh. Danke sehr. Klettern wir hier mal hoch und gucken mal, was hier Stützpunkt ist. Ich glaube, der Part, der ging jetzt auch schon eine gewisse Zeit, deswegen weiß ich echt nicht, ob ich jetzt hier noch groß Freeplay machen will. Meine Fresse, geht das hier hoch nach oben. Ich hätte mir auch keinen ungünstigeren Ort suchen können, um aus dem Wasser rauszuklettern, ne? Nö, nö. Das ist supi hier. Da sind noch Dynamit. Wenn du da runterfällst, ne? Mein lieber Sean, wir werden keine Freunde, wenn du da runterfällst. Das verspreche ich dir jetzt schon. Dann blocke ich dich auf Facebook. Ich mach das wirklich. Ich bin da ganz, ganz unkompliziert. Aha, das sieht... Oh, da vorne ist eine Raketenstation. Und da ist ein Flakgeschütz und hast du nicht gesehen. Und wir haben keine... Nö, haben wir nicht. Schön. Keine schallgedämpfte Pistole dabei. Mhm. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich das noch machen... Nein, ich will es nicht machen. Fuck it. Nein! Ich will das nicht machen. Hallo? Ich will es nicht machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin gerade echt zu faul dafür. Wir sehen uns im nächsten Part. Bei der nächsten Mission. Ich weiß gerade nicht, welche das sein wird, aber es wird eine Mission sein. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö.